Die Corona-Pandemie ist eine Belastungsprobe. Wie bewährt sich unsere Demokratie in dieser Ausnahmesituation und ist sie gar in Gefahr? Das sind die Fragen, um die es jetzt geht in Alpha Demokratie. Herzlich willkommen, hier ist wieder Alpha Demokratie. Wie unser Sendungstitel schon sagt, spielt natürlich bei jedem Thema der Aspekt Demokratie eine Rolle. Aber heute geht es wirklich ums große Ganze, um die Demokratie an sich und wie sie sich in der Krise bewährt. Und dazu haben wir einen Gesprächspartner im Studio, der insbesondere die Akzeptanz von Grundrechtseinschränkungen in Krisenzeiten untersucht hat. Alexander Thiele vom Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Staatsphilosophie an der Münchner Universität. Guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Seiler. Ja, Professor Thiele, die Pandemie zwingt zu Einschränkungen der Freiheit. Gab es denn in den letzten Wochen und Monaten irgendwann mal den Punkt, wo Sie sich ernsthaft Sorgen um die Demokratie gemacht haben? Nein, um ehrlich zu sein, eigentlich nicht. Die Demokratie steht natürlich in einer solchen Zeit vor großen Herausforderungen, aber wirklich große Sorgen, dass sie möglicherweise gefährdet sein könnte, hatte ich nicht. Also große Sorgen machen Sie sich nicht und große Sorgen macht sich wahrscheinlich auch die mächtigste Frau Deutschlands nicht. Aber es ist interessant zu hören, was Angela Merkel dennoch zu bedenken gibt. Diese Pandemie ist eine demokratische Zumutung. Denn sie schränkt genau das ein, was unsere existenziellen Rechte und Bedürfnisse sind. Die der Erwachsenen genauso wie die der Kinder. Professor Thiele, die Kanzlerin spricht von einer demokratischen Zumutung. Sie meint wahrscheinlich eher eine Zumutung für die Demokratie. Das heißt, der Regierung ist durchaus bewusst, dass diese ganzen Einschränkungen keine Kleinigkeit sind. Ich glaube, das ist jedem von uns bewusst. Die demokratische Ordnung kennzeichnet sich ja auch dadurch, dass sie unglaublich viele Freiheiten gewährt im Vergleich zur autoritären Ordnung. Wir sind also gewohnt, dass wir wirklich viele Freiheiten haben, sind es gewohnt, einfach rauszugehen, wann wir wollen, zu demonstrieren, wann wir gehen, aber auch zu feiern, wann wir das wollen. Und die Pandemie zwingt uns jetzt dazu, massiv diese Freiheiten zurückzuschrauben. Viel stärker nehmen wir das dementsprechend wahr, als das vielleicht in autoritären Systemen der Fall ist, wo man ja auch gewohnt ist, dass mit harter Hand regiert wird. Wir sind an unsere Freiheiten gewöhnt, wir wollen sie haben und so eine starke Einschränkung hatten wir bisher seit der Geschichte, also in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht. Die gab es noch nicht. Die Regierung, die darf die Freiheitsrechte ja nur so stark einschränken, wie das für den Gesundheitsschutz absolut notwendig ist. Wie schwierig ist denn das in der Praxis, da wirklich den goldenen Mittelweg zu finden? Das ist außerordentlich schwierig, weil diese Pandemie natürlich völlig neu ist. Wir haben keine Erfahrungswerte. Wir wissen oder wir wussten am Anfang noch nicht einmal, wie sich das Virus überhaupt verbreitet. Das heißt, wir tapseln sozusagen im Dunkeln, was eigentlich erforderlich ist für den Gesundheitsschutz. Wir lernen im Laufe der Pandemie immer mehr dazu und das spiegelt sich dann natürlich auch in der rechtlichen Prüfung. Diese Erkenntnisse müssen in die Prüfung integriert werden. Wir wissen jetzt zum Beispiel besser, wie das Virus sich verbreitet. Wir wissen, wo Hotspots entstehen, wo Superspreader-Events auftreten können. Und all das muss dann in den Verordnungen gespiegelt werden. Die Menschen müssen die Entscheidungen, die ihre Freiheit einschränken, natürlich verstehen können. Wie ist das bislang gelaufen? Hat die Politik ihre Entscheidungen ausreichend gut erklärt? Also sie gibt sich auf jeden Fall große Mühe, das zu tun. Und ich würde nicht gerne mit irgendeinem der EntscheidungsträgerInnen jetzt tauschen müssen. Ich glaube, das ist extrem schwer, gerade aus dem Punkt, den ich gerade angesprochen habe. Wir wissen zu wenig über das Virus, jedenfalls am Anfang wussten wir sehr, sehr wenig. Und das große Problem, was die Regierung hat, ist, dass wir die Gefahr als Mensch nicht registrieren. Wir sehen das Virus nicht, wir spüren das nicht. Das ist anders als bei einer Naturkatastrophe, wo wir sozusagen sehen können, was erforderlich ist und wo das Problem ist. Diese Gefahr ist nicht nur lautlos, sie ist geruchlos, sie ist unsichtbar. Und das macht es unglaublich schwer. Wir müssen uns darauf verlassen, dass die Bürgerinnen und Bürger tatsächlich den Ausführungen der Regierung Glauben schenken und also großes Vertrauen in diese Regierungstätigkeit haben. Und auf die Naturkatastrophe kommen wir jetzt nämlich zu sprechen. Besondere Herausforderungen brauchen besondere Entscheidungen, oft auch schnelle Entscheidungen. Und da kann auch schon mal über geltendes Recht hinweggegangen werden, wie unser Beispiel aus der Nachkriegsgeschichte zeigt. Es war die folgenschwerste Sturmflut des 20. Jahrhunderts in Deutschland. Im Februar 1962 zieht das Sturmtief Vincinet über die Nordsee. Rund ein Sechstel des Hamburger Stadtgebietes wird überschwemmt.
Allein in der Hansestadt kommen durch Sturm und Hochwasser 315 Menschen ums Leben. Rund 28.000 Wohnungen und Häuser werden beschädigt, etwa 1.300 gar ganz zerstört. Als Senator der Polizeibehörde koordiniert Helmut Schmidt den Rettungseinsatz und erwirbt sich großes Ansehen als Krisenmanager. Ohne eine gesetzliche Grundlage dafür zu haben, setzt er auch Soldaten der Bundeswehr und der NATO zur Rettung und zur Versorgung ein. An 61 Stellen brechen die Deiche. Insgesamt werden rund 400 Kilometer Deichanlagen zerstört. Herr Professor Thiele, die Maßnahmen gegen die Sturmflut, die haben Helmut Schmidt berühmt gemacht und haben ihm auch Respekt eingebracht. Was hat denn seinen Rechtsbruch legitimiert? Ja, eigentlich nichts. Also letztlich die faktische Situation, dass das akzeptiert worden ist von der Bevölkerung. Denn die hat natürlich erwartet, dass jetzt gehandelt wird, dass nicht diskutiert wird, dass überlegt wird, was können wir machen, können wir jetzt eine Person X retten oder können wir eine Person X vom Dach holen mit dem Bundeswehrhubschrauber. Da sollte es einfach passieren. Und das hat Helmut Schmidt getan und es ist, so muss man das sagen, glücklicherweise gut gegangen. Aber man stelle sich vor, dabei wäre was schiefgegangen. Ein NATO-Hubschrauber wäre abgestürzt, hätte dabei Menschen getötet. All das wäre ja denkbar gewesen. Das heißt, dass es am Ende gut ausgegangen ist, ist letztlich der Grund, dass wir heute so heroisch von Helmut Schmidt an der Stelle sprechen. Können denn solche Extremsituationen auch dazu führen, dass man Defizite im geltenden Recht erkennt, die man dann im Nachhinein eben behebt und anpasst? Mit Sicherheit. Die Krise ist nicht nur eine Bewährungsprobe für das Recht oder ist generell eine Bewährungsprobe für das Recht. Und natürlich kann man dann versuchen, etwa Katastrophenschutzbestimmungen anzupassen. Man sieht, wo es hakt. Aber das hilft natürlich immer erst hinterher. Das hilft nicht in der Krise selbst. Und typischerweise ist es eben so, dass in der Krise selbst die schnelle Entscheidung das ist, was gewollt ist, auch von Seiten der Bevölkerung. Und man ist dafür bereit, bisweilen dann auch rechtliche Grenzen zu überschreiten. Teilweise wird das sogar erwartet von der Bevölkerung. Also es wäre eher komisch gewesen für die Bevölkerung, wenn Helmut Schmidt gesagt hätte bei einer Pressekonferenz, ich würde ja gern, aber es geht leider nicht. Das wäre mit Sicherheit weniger gut angekommen. Ja, wir wollen uns das noch mal grundsätzlicher anschauen, wann politische Entscheidungen als legitim, also als angemessen und als gerecht betrachtet werden. Und da hat Professor Thiele folgendes Modell entwickelt. Legitimität in der Demokratie bedeutet ausreichende Teilhabe an der Herrschaft, ausreichende Begrenzung des herrschaftlichen Handelns und ausreichende Effektivität bei der Lösung konkreter Probleme. Ein Spannungsverhältnis. In der Pandemie heißt das, zunächst überwiegt das Bedürfnis nach effektiven Maßnahmen. Man ist zu Abstrichen bereit bei Teilhabe und Begrenzung. Schnelle Entscheidungen statt langer Debatten und gerichtlicher Kontrolle. Mit der Zeit wächst dann wieder der Wunsch nach Beteiligung und gerichtlicher Überprüfung. Herr Thiele, wie ist das zu erklären, dass die Menschen sozusagen zu Beginn einer Pandemie bereit sind, auf eigene Teilhabe und auch auf richterliche Kontrolle zu verzichten? Wie ist das zu erklären? Also, ich glaube, man kennt den schönen Satz von der Krise als der Stunde der Exekutive. Und das bildet das eigentlich ganz gut ab. Die Exekutive ist eine kleine Gruppe, homogen. Die Regierung ist ja nicht irgendwie pluralistisch besetzt, sondern sie ist schnell entscheidungsfähig. Die Kanzlerin und die Ministerpräsidentin können schnelle Entscheidungen treffen. Und genau das will man am Anfang einer Pandemie oder generell zu Beginn einer Katastrophe. Und dafür ist man eben bereit zu sagen, lasst uns nicht so lange debattieren, lasst uns nicht versuchen, alle Ansichten jetzt vorher abzuwägen und dann in den Prozess einzuspeisen, sondern lasst uns einfach jemanden haben, der entscheidet. Und in der Zeit ist man dann auch bereit, eben sich zurückzunehmen, was die Teilhabe angeht. Und man ist auch bereit, die gerichtliche Kontrolldichte so ein bisschen zurückzufahren. Wir haben das gesehen in der Pandemie, dass wir weder die Parlamente wirklich involviert hatten, die stehen für die Teilhabe, und auch die Gerichte haben sich zurückgehalten, damit am Anfang der Pandemie diese Entscheidung aufzuheben. Sondern die haben tatsächlich dafür Sorge getragen, dass diese Entscheidung erstmal da stehen. Der Unterschied zur Naturkatastrophe mit Helmut Schmidt in diesem Fall ist, dass die Pandemie über Monate sich zieht, Monate andauert. Und in dieser Zeit verändern sich die Erwartungen der Bevölkerung an die Entscheidungsfindung. Die Erwartungen verändern sich und irgendwann werden dann Partizipation und Kontrolle wieder wichtiger.
Genau so ist es. Und wir konnten das auch während der Pandemie gut beobachten. Zuerst haben die Gerichte angefangen, so ab Mai, Juni, tatsächlich diese Verordnung stärker in Frage zu stellen. Wir haben dann relativ viele Entscheidungen gehabt, wo die berühmte Verhältnismäßigkeit, die es ja sogar in die Regierungserklärung der Kanzlerin geschafft hat, in Frage gestellt wurde. Und wenige Zeit später, so ab September ungefähr, hatten wir eine große Debatte darüber, dass das Parlament doch irgendwie nicht existent ist und wie man das vielleicht verändern könnte. Das heißt, es wurde tatsächlich auch die Kritik der Dissens wieder stärker betont mit den Entscheidungen der Regierung und angemahnt, doch das bitte ins Parlament zu tragen und das Parlament zu involvieren. Aber trotzdem interessant, noch mal genauer drauf zu schauen, wie diese Veränderung innerhalb der Bevölkerung dann zustande kommt. Denn an einer objektiven Gefahr kann es ja nicht liegen. Wir haben ja jetzt die Situation, dass die Corona-Zahlen so schlimm sind, wie sie im Frühjahr nicht waren. Also gerade jetzt müsste man doch noch mehr auf diese Effektivität des Regierungshandels setzen. Ja, das ist interessant, dass Sie das sagen. Also die Akzeptanz oder die Erwartungshaltung der Bevölkerung folgt ja nun auch nicht immer völligen naturwissenschaftlichen Rationalitäten. Es ist einfach wichtig zu sehen, dass generell Herrschaft und auch die Demokratie ist ja Herrschaft, eine Zumutung irgendwie ist. Ja, wir dürfen nicht alles machen, was wir wollen. Und dazu ist es erforderlich, dass die Herrschaftsordnung bestimmten Bedingungen entspricht. Und dazu gehört eben in der demokratischen Ordnung auch, dass man das Gefühl hat, angemessen beteiligt zu sein an den Entscheidungen. Und ob jetzt eine Gefahr gerade besteht oder besonders groß ist oder nicht, spielt da weniger eine Rolle, wenn diese Situation seit Monaten unverändert ist. Dann kommt irgendwann wieder das Bedürfnis durch bei den Bürgerinnen und Bürgern, doch mitreden zu wollen oder, wie ich das immer sage, stattzufinden. Es geht gar nicht so sehr darum, die Entscheidung, dass die anders getroffen wird. Aber die Entscheidungsfindung in der Krise ist ja die typischerweise so gestaltet, dass die Kanzlerin irgendwann nachts um zwei die Pressekonferenz gibt und quasi nur das Ergebnis präsentiert. Und das kann gut oder schlecht sein, das Ergebnis. Was wir aber nicht sehen, ist der Weg der Entscheidungsfindung. Wir sehen nicht, hat die Kanzlerin meine Einwände berücksichtigt? Hat sie das gesehen? Wie hat sie über die Schulen gedacht? Hat sie verstanden, dass Eltern Probleme haben mit der Betreuung? Sie präsentiert ja nur das Ergebnis. Und in der demokratischen Ordnung ist es wichtig und entscheidend für die Akzeptanz von Entscheidungen, dass man den Weg der Entscheidungsfindung verfolgen kann und dass man nicht nur das Ergebnis präsentiert bekommt. Und genau das ist sozusagen die Veränderung in der Pandemie. Am Anfang ist man bereit, nur das Ergebnis zu akzeptieren, weil man in Anführungsstrichen überleben will. Später wächst dann wieder das Bedürfnis, den Weg der Entscheidung besser kennenzulernen. Sie haben gerade die Zumutungen noch mal angesprochen. Und es ist ja tatsächlich so, dass wir alle pandemiemüde sind und auch genervt von diesen ganzen Einschränkungen. Aber es gibt natürlich auch eine Gruppe von Menschen, die sind nicht nur genervt, sondern die ziehen die Maßnahmen generell in Zweifel und halten sie teilweise auch für vollkommen unnötig. Und diese Leute, so im Spektrum zwischen Corona-Kritik und Corona-Leugnung, die sehen also die Grundrechte grundlos verletzt und manche von ihnen damit auch schon die Demokratie am Ende. Besonders vehement waren die Proteste gegen das neue Infektionsschutzgesetz. Es ist wohl das erste Mal seit Jahren, dass in Berlin Wasserwerfer im Einsatz sind. Ein Versuch, die Demo vorm Brandenburger Tor aufzulösen. Abstand und Maskenpflicht wollen viele hier nicht einhalten. Von aggressiver Stimmung spricht die Polizei, setzt mehr als 300 Demonstranten vorübergehend fest. Wütender Protest, weil im Bundestag abgestimmt wird über das Infektionsschutzgesetz. Im Parlament selbst Provokationen. Abgeordnete berichten auf Twitter von Störern im Gebäude, die pöbeln und bedrohen. Ein Internetvideo zeigt, wie der Bundeswirtschaftsminister am Fahrstuhl angegangen wird. Rechte Medienaktivisten, die, nach Recherche des ARD-Hauptstadtstudios, mit Hilfe von AfD-Abgeordneten ins Gebäude gelangt sind. Auch Konstantin Kuhle von der FDP war betroffen. Das, was heute hier passiert ist, ist eine neue Qualität an Verachtung der parlamentarischen Demokratie. Es sind ja ganz bewusst auch Leute eingeschleust worden ins Parlament, die dann Abgeordnete bedrängt haben, ihnen Handykameras ins Gesicht gehalten haben. Das versucht die AfD, weil es ihr darum geht, sich lustig zu machen über die Prinzipien und über die Verfahren der parlamentarischen Demokratie. Auch im Plenum inszeniert die AfD den Regelbruch. Stört mit unerlaubten Protestplakaten die Rede des Gesundheitsministers. Jens Spahn kontert. Ja, laut sein, dagegen sein, sogar das Offensichtliche leugnen. All das ist möglich und muss möglich sein in einem freien, offenen Land. Aber wer laut ist, ist deswegen noch lange nicht im Recht. Und schon gar nicht nur wegen seiner Lautstärke in der Mehrheit.
Mit Anspielungen auf das Ermächtigungsgesetz von 1933, das Hitler die uneingeschränkte Macht ermöglichte, gibt es Stimmungsmache im Netz. Und nicht nur da. Die heutige Gesetzesvorlage ist eine Ermächtigung der Regierung, wie es das seit geschichtlichen Zeiten nicht mehr gab. Ein unsäglicher, ein falscher Vergleich. Die anderen Fraktionen sehr klar in ihrer Gegenrede. Auch die, die eigentlich gar nicht für den Entwurf der Regierungsparteien sind. Das Gesetz, das die GroKo vorlegt, es ist schlecht, aber es errichtet keine Diktatur. Zu diskutieren gibt es dennoch vieles. Union und SPD verteidigen ihr Gesetz. Die Grünen sind dafür mit Einschränkungen. Der Gesetzentwurf der Koalition kann für uns nur ein Anfang sein. Vielleicht ist es in Teilen sogar auch nur ein Provisorium. Die Gerichte werden uns weitere Hinweise geben. Wir müssen die Frage der Entschädigung anpacken. Da beißt die Maus keinen Faden ab. FDP und Linke lehnen die Gesetzesänderung ab. Eine Mehrheit stimmt aber dafür. Im Bundestag und im Bundesrat, wo es extra noch eine Sondersitzung gab. Professor Thiele, sind die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen im Grundsatz eine gute Sache, weil die Leute einfach ein Grundrecht wahrnehmen und es ja im Grunde eine Art von Teilhabe ist? Oder Sie wollen damit jedenfalls mehr Teilhabe an den Entscheidungen einfordern? Absolut. Also Sie werden mich als Demokratietheoretiker nicht dazu bringen, das Recht der Versammlungsfreiheit oder das Versammlungsrecht in Artikel 8 irgendwie schmälern zu wollen. Die Proteste sind möglich und sie müssen möglich sein in einer demokratischen Ordnung. Es ist ein wichtiges Grundrecht in einer freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Und deswegen sind die Proteste als solche auch nicht irgendwie negativ zu bewerten. Tatsächlich zeigt sich hier genau, wie Sie sagen, dieser Wunsch, irgendwie mehr stattzufinden. Und man findet eben im öffentlichen Raum, in den Medien durch solche Proteste tatsächlich ja auch statt und wird gehört. Wenn das Infektionsschutzgesetz nur mit der Gesetzgebung der Nationalsozialisten verglichen wird, wie wir das hier gesehen haben, und so wie das Teile der Demonstranten sehen und auch Teile der Politik, ist das dann noch von einer echten, von einer ehrlichen Sorge um die Demokratie getrieben? Also es ist zunächst einmal natürlich ein völlig verfehlter Vergleich. Das muss man ganz deutlich sagen. Tatsächlich hat die Veränderung des Infektionsschutzgesetzes, diese Anpassung, die Regierung ja sogar stärker gebunden, als das vorher der Fall war. Das heißt, der Raum für die Handlungsmöglichkeiten der Regierung wurde eingeschränkt, wurde verkleinert. Er mag für den einen oder anderen immer noch ein bisschen zu weit sein, das kann man so sehen. Und man könnte sich vorstellen, dass das Parlament noch stärker Vorgaben macht in bestimmten Bereichen. Aber in dieser Situation von einem Ermächtigungsgesetz zu sprechen, verfehlt völlig die Zusammenhänge. Das ist erstmal ganz wichtig, das darzustellen und klarzustellen. Insgesamt würde ich deswegen sagen, dass die Verschärfungen, die vorgenommen worden sind, prinzipiell zu begrüßen sind und dass das mit dem Ermächtigungsgesetz schlicht und ergreifend verfehlt ist. Und es gibt ja auch Länder, in denen wären Corona-Proteste wie bei uns in Deutschland vollkommen undenkbar. Etwa in China. Ausgerechnet dort, wo die Pandemie ausgebrochen ist, scheint sie jetzt auch am besten mittlerweile unter Kontrolle zu sein. Stellt sich für uns die Frage, können wir da, müssen wir da von Asien lernen? In China scheint die Corona-Pandemie auf den ersten Blick kaum noch eine Rolle zu spielen. Ein Trugschluss, sagt Hu Han. Er kam vor 7 Jahren nach Deutschland, lebt nun in Köln. Das Virus sei auch in China im Alltag präsent. Strikte Regeln und deren Durchsetzung führten allerdings dazu, dass mittlerweile wieder ein normales Leben möglich ist. In China, seit Anfang an, ist die Botschaft schon ziemlich klar. Und ist es nicht in mancher Straße oder in mancher Situation sollte man einen Mundschutz tragen, sondern man muss den ganzen Tag überall im öffentlichen Raum einen Mundschutz tragen. Zu den Regeln gehört auch eine Corona-Tracing-App. Welche Daten aber genau gesammelt werden, das verraten die Regierungsbehörden nicht. Verordnen sie Quarantäne, wird der Betroffene in ein Hotelzimmer gesperrt oder ein Alarmschloss an der Haustür angebracht, berichtet Shifan Yang. Sie ist Korrespondentin für die Zeit und hat beobachtet, dass viele Menschen bereit sind, persönliche Freiheiten aufzugeben, um so die Infektionszahlen gering zu halten. Es gibt eben doch einen gesellschaftlichen Konsens darüber, dass es wert ist, sich für eine Zeit einzuschränken, wenn dadurch ein Lockdown verhindert werden kann. Es gibt hier doch ein sehr großes Unverständnis über die Unvernunft vieler in Europa und in Amerika,
nämlich die Unvernunft, keine Masken zu tragen, aus der Quarantäne auszubrechen und damit eben Infektionen anderer zu riskieren oder dass man eben willens ist, seine Daten Facebook oder Google zu geben, aber eben nicht den örtlichen Gesundheitsämtern. Zur Strategie einiger asiatischer Länder zählen Massentests, wie hier in der chinesischen Hafenstadt Qingdao. Werden nur einzelne Fälle des Coronavirus nachgewiesen, müssen zum Teil Millionen von Einwohnern verpflichtend zum Test. Strenge Regeln, die befolgt werden. Widerstand in Teilen der Bevölkerung, wie etwa in Deutschland, gibt es hier kaum. Herr Thiele, gibt es irgendwas, was wir von Asien in dem Zusammenhang lernen können, ohne unsere kulturellen und auch rechtlichen Hintergründe zu leugnen? Also zunächst einmal ist genau das ganz wichtig. Wir sprechen in China von einem autoritären Staat, dass der es leichter hat, Grundrechte zu beschränken beziehungsweise sich nicht um Grundrechte ernsthaft schert, ist, glaube ich, jedem klar. Und dass das natürlich die Bekämpfung einer Pandemie leichter macht, wenn man sich vor den Bürgerinnen und Bürgern eigentlich nicht ernsthaft rechtfertigen muss, sondern im Grunde alles das machen kann, was effektiv die Verbreitung unterbindet, ist, glaube ich, auch klar. Also das ist, glaube ich, nichts, was man ernsthaft lernen könnte oder wo man sich was abgucken sollte. Aber es gibt ja auch demokratische Systeme in Asien. Schauen wir nach Südkorea. Auch dort scheint ja die Bekämpfung besser zu gelingen oder jedenfalls die Fallzahlen scheinen dort zurückzugehen. Und da kann man, glaube ich, vor allen Dingen lernen und sehen, dass auch demokratische Ordnung unterschiedliche politische und gesellschaftliche Kulturen einfach haben. Also im westlichen Europa und auch in den USA wird seit 30 Jahren der Individualismus gehuldigt. Man versucht irgendwie, sich selbst zu verwirklichen. Man achtet immer weniger auf die gesellschaftlichen Zusammenhänge möglicherweise. Also so eine Gesellschaft der Singularitäten, wie Herr Reckwist das mal genannt hat. Und das spricht natürlich erstmal automatisch dafür, dass es etwas schwieriger ist, jetzt plötzlich das Gruppeninteresse so stark zu betonen. Also zu sagen, wir müssen jetzt für die Gruppe uns alle einschränken. Gerade in der Situation, das habe ich vorhin schon erwähnt, wo man die Gefahr ja eigentlich nicht mal sieht. Und wo man noch nicht mal wirklich zur Kenntnis nehmen kann, automatisch, dass da irgendwas Schlimmes draußen lauert. Aber diesen asiatischen Gruppenspirit, sage ich jetzt mal, den kann man ja einem Volk auch nicht aufoktroyieren, was es anderes eben gewöhnt ist. Nein, absolut. Das sind eben einfach politische Kulturen, die man erstmal zur Kenntnis nehmen muss. Wir müssen in Anführungsstrichen mit unserer politischen Kultur irgendwie umgehen. Aber es kann ja trotzdem Anlass sein, mal drüber nachzudenken, ob man mit dieser, ich sag mal, forcierten Individualisierung den richtigen Weg geht. Ob man nicht vielleicht zumindest partiell auch wieder stärker betonen könnte, dass letztlich mit 80 Millionen Individualisten eine demokratische Ordnung nicht wirklich zu machen ist. Die Krise zieht sich ja bei uns jetzt auch wirklich schon sehr lange hin. Wäre es denn vielleicht eine Option gewesen, mal zu einem bestimmten Zeitpunkt so asiatische Strenge walten zu lassen, für ein paar Wochen wirklich alles dicht zu machen, um dann wieder mehr westliche Freiheit gewähren zu können? Das ist letztlich wahrscheinlich keine wirkliche Frage, die man einem Juristen richtig stellen kann, weil das letztlich eine epidemiologische Frage wahrscheinlich ist. Wenn man die Expertinnen und Experten hört, dann scheint das so zu sein, dass wahrscheinlich die 3 Wochen knallharter Lockdown mit Ausgehverbot wahrscheinlich der richtige Weg gewesen wären. Nur dann muss man sagen, das muss in einer Form kommuniziert werden, dass die Legitimität der staatlichen Herrschaft weiter gesichert bleibt. Und ob wir das akzeptiert hätten, das weiß man nicht so genau. Wahrscheinlich schon, wenn das früh gekommen wäre. Ob es jetzt noch akzeptiert wird, nachdem man mehrere mittelschwere Lockdowns schon hinter sich hat, das weiß man eben nicht so genau. Und das ist ein Wabonspiel, was man da spielen könnte. Müssen wir dann ein Stück weit akzeptieren, dass wir zum Wohle unserer Demokratie eben Pandemien nicht ganz so effektiv bekämpfen können, wie das autoritäre Systeme können? Also das würde ich unterschreiben. Autoritäre Systeme haben kein Problem damit, wir haben es in dem Beitrag eben gehört, Leute einfach wegzusperren oder ein Schloss vor die Tür zu packen. Das kann mit unserem freiheitlichen System nicht vereinbar sein. Demokratische Ordnungen setzen letztlich auch auf Vernunft der Bevölkerung. Ernst Wolfgang Böckenförder hat das mal gesagt, diesen berühmten Spruch, der freiheitlich säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Und dazu gehört die Vernunftbegabtheit der Bürgerinnen und Bürger, das Einsehen in gewisse Notwendigkeiten für die Gesellschaft beispielsweise. Das kann der Staat aber nicht erzwingen, ohne dass er sich selbst aufgäbe. Er könnte es erzwingen, aber dann wäre er kein freiheitlicher Staat mehr. Das heißt also, wir müssen in einer demokratischen Ordnung auf Erklären, auf Überzeugen und auf die Einsicht der Bürgerinnen und Bürger setzen. Das ist schwer, anstrengend, aber ich glaube, dass es sich lohnt. Und dann sind wir bei einer wichtigen, vielleicht sogar bei der wichtigsten Frage überhaupt. Nämlich, glauben denn die Menschen bei uns mehrheitlich, dass unsere Demokratie auch in der Krise gut funktioniert? Demokratie kann ja nicht
verordnet werden. Sie ist abhängig davon, dass die Leute an sie glauben. Und da haben wir eine aktuelle Umfrage. Trotz Pandemie gaben im November 2020 fast 2/3 der Deutschen, 63%, an, mit dem Funktionieren der Demokratie voll und ganz bzw. eher zufrieden zu sein. 22% waren eher nicht und 15% überhaupt nicht zufrieden. Zum Vergleich, gegenüber November 2019 stieg der Zufriedenheitswert. Damals gaben 55% an, voll und ganz bzw. eher zufrieden zu sein. Ein erfreulicher Befund, den Sie sich wie erklären, Professor Thiele? Ja, also erstmal teile ich Ihre Einschätzung. Das ist ein erfreulicher Befund. Ich glaube, hängt zunächst einmal vielleicht auch damit zusammen, dass im Jahr 2019 viele vielleicht noch nicht wirklich ständig darüber nachgedacht hatten, wie sie eigentlich die Demokratie einschätzen. Und dann sagt man schnell mal, naja, so toll ist das hier alles nicht so in Wirklichkeit. Ich glaube, die zweite Umfrage aus dem Jahr 2020 zeigt zunächst einmal, dass viele Menschen zum ersten Mal vielleicht auch wirklich gespürt haben, was es bedeuten kann und welches Glück es auch sein kann, in einer demokratischen Ordnung zu leben. Man hat die Verhältnisse in China gesehen, wie Leute weggesperrt werden etc. und erkannt, dass das doch ganz andere Situationen sind, als mit denen man hier in Deutschland oder in Europa jetzt umgehen muss. Das heißt, ich glaube, das ist das eine, dass man zum ersten Mal auch merkt, was eine demokratische Ordnung auch leisten kann. Und darüber hinaus muss man auch sagen, gerade in der deutschen Herrschaftsordnung, in der wir uns ja befinden, ist man ja bisher auch ganz gut mit dem Virus umgegangen. Man kann es ja nicht leugnen. Das bröckelt jetzt gerade so ein bisschen, weil wir so ein bisschen hin und her schwanken mit dem Lockdown. Aber so gerade über die Sommermonate galten wir nachgerade als das perfekte Beispiel, wie man es machen kann. Und das spielt insofern auch hinein. Das spricht für die Effektivität der Herrschaft, die ich vorhin angesprochen hatte. Das war effektiv, es hat funktioniert. Und gleichzeitig hatten wir aber eine finanzielle Schlagkraft, die dazu geführt hat, dass sich auch die Insolvenzen jedenfalls, dass sie nicht zu stark ausgebreitet haben, sich die Insolvenzen. Hat Corona dennoch Reformbedarf offengelegt? Braucht es für Krisen wie diese vielleicht mehr institutionalisierten Sachverstand in Form möglicherweise von parlamentarischen Fachbeiräten, gesundheitlichen in dem Fall? Ich würde sagen, nein. Ich glaube, dass wir einfach nicht vergessen sollten, dass es keine perfekte Lösung für die Bekämpfung einer Pandemie gibt. Wir müssen Entscheidungen unter Unsicherheit treffen. Und ich glaube, da hat sich die Demokratie eigentlich bewährt. Auch der Föderalismus übrigens hat sich aus meiner Sicht bewährt. Teilweise wurde ja der Flickenteppich moniert und die unterschiedlichen Regelungen. Das ist das, was den Föderalismus auch stark macht. Dass wir 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten haben, die gemeinsam um Lösungen ringen mit der Kanzlerin. Dass man auch verhindert, dass Extrempositionen sich durchsetzen, dass gewogen wird und vor allen Dingen, dass Verantwortung geteilt wird. Alles auf zwei Schultern zu verteilen, ist sehr viel schwieriger, als wenn man dann 16, 17 Leute hat, die das alles mittragen. Also ich finde, insgesamt hat sich unsere demokratische Ordnung durchaus bewährt. Pandemie und Demokratie, auf jeden Fall ein Spannungsverhältnis, wie wir gesehen haben. Aber dass die Demokratie lebt, das hat sie wirklich auch in den letzten Wochen und Monaten nachgewiesen. Vielen herzlichen Dank, Professor Alexander Thiele. Dankeschön für Ihre Einschätzungen, für Ihre Einordnungen. Sehr gerne. Vielen Dank auch für Ihr Interesse zu Hause. Das war's für heute von Alpha Demokratie. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie uns gewogen.